Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal um diesen Spiralblender. Es wird jetzt eine neue kleine Reihe, in der wir hier Shaker bewerten, anschauen, unsere Meinung dazu abgeben. Und fangen wir an hier mit diesem Spiralshaker. Wir haben lange, also Spiral wegen, weil man hier so ein Ball drin ist. Ne? Könnt ihr hoffentlich erkennen. ja, wir haben nicht ganz herausgefunden, von welcher Marke das war. Das stand da irgendwie nicht so super dabei. Dieser Shaker ist relativ stabil. Da passen 700 oder so Milliliter rein. 812 sogar bis zum Rand. Das haben wir alles mal getestet, wie viel da reinpassen. Ja, die Markierung geht bis 600, aber wenn man sozusagen das Wasser bis zum Rand füllt, passen da 812 Milliliter rein. Und prinzipiell finde ich den Shaker eigentlich sehr gut, würde ihn auch weiterempfehlen. Das ist auch sozusagen der Shaker, von denen ich am meisten habe, weil ja, er ist halt ist hartes Plastik und der Schraubverschluss ist sozusagen simpel und auch stabil. Also hier sieht man ja, wie dick sozusagen der Schraubverschluss ist. Das sieht man dann noch bei anderen Shakern, da ist das wesentlich dünner und unstabiler. Und das, was ich aber persönlich sehr gut finde, das sind nur 2 bis 3 Teile, also je nachdem, diese Kugel muss man ja nicht immer mit reintun. Und dann sind das einfach nur 2 Teile. Und der Deckel geht hier auch einfach auf und zu. Der sitzt auch fest. Und ja, deswegen hier super Shaker, oder? Okay. Ja, vor allem, weil er einfach zuzuschrauben geht. Bei vielen Shakern habe ich das Problem, du klatsch den Deckel drauf, drehst die Scheiße um und dann hast du das verkantet. Also bei diesen etwas dünneren Rändern. Da kannst du den leicht überdrehen auch, was wir bei einem anderen Shaker auch noch zeigen werden. Da kann man den überdrehen und hier ist einfach fest, das Ding sitzt, stabil, man kann es nicht zusammendrücken. Und wenn es runterfällt, das Ding hält auch. Ja, also klare Empfehlung, das ist ein guter Shaker. Ja. Man kann ihn, sage ich jetzt mal, um zu sagen, wofür man ihn verwenden kann. Also ist halt, denke ich mal, am besten für Proteinshakes, die man so zwischendurch, oder man kann ihn halt eben auch auf Reisen nehmen, also um fertig zu machen. Sozusagen und dann in die Tasche zu tun. Der ist halt auch relativ stabil, deswegen es passt halt nicht allzu viel rein, sage ich jetzt mal. 812 Milliliter bis zum Rand. Da haben wir noch, gibt es halt größere Shaker und deswegen, keine Ahnung, so 75 bis 100 Gramm Proteinshakes passen da rein, aber kann man sich dann halt fertig machen, transportieren, was weiß ich. Dafür ist er gut geeignet. Was kostet der nochmal? Ich glaube 2,50, ne? Ja, 2,50. Ja, für 2,50, ey. Ja gut, aber es ist natürlich auch unterschiedlich, je nachdem, ob ihr jetzt den hier bei MyProtein kauft, das ist ja nur ein Modell des Shakers, wenn ihr keine Ahnung, gibt es ja den verschiedenen Aufdrücken, sag ich jetzt mal, ne? Einfach nur diese Form des Shakers, die ist gut, kann man gut verwenden. Ja.